erfolgreich. Das schon seit 68. Ich kann die Leute nicht wegschicken, also versuche ich das Beste draus zu machen, irgendwie hin und her zu jonglieren. Es gibt auch mal der ein oder andere Spender, der mir eine Kleinigkeit spendet. Zum Überleben ist es nicht, aber ist halt der gute Wille von den Leuten und das Anerkennen der Arbeit. Und ansonsten, solange ich es einigermaßen machen kann, mache ich es. Wenn ich es mir finanziell nicht mehr leisten kann, dann müsste ich leider schließen, was mir sehr, sehr wehtun würde.